Herzlich willkommen zurück, liebe Prügelknaben der Straße. Es geht weiter mit dem vierten Teil von Road Rash 3 auf dem Sega Mega Drive. Wie wir letztes Mal ja leider unschwer erkennen konnten, hatten wir etwas Probleme mit der Strecke Italy. Und deswegen geht es natürlich hier knallhart weiter, sodass wir jetzt endlich mal die italienische Strecke hier zu unseren Gunsten auch beenden können. Und wir schauen mal, ob das vielleicht diesmal klappt. Dann viel Spaß bei Teil 4. So, hier gibt es auf alle Fälle schon mal ein paar Brecheisen, und zwar kräftig. Und da haben wir ja auch den Sven, oder den anderen, wer noch immer, vom Motorrad gehauen. Wunderschön. So, wir fahren ungefähr 8 Meilen, wie in Stage 2 ja üblich. Und da ist natürlich hier unser Gegner in den Jeep geknallt. Sehr, sehr geil. So muss das sein. Erklärung zum Spiel mache ich diesmal übrigens keine mehr, denn all die, die jetzt schon die ganze Zeit mit mir das hier zusammen durchgezockt haben, wissen, worum es geht, und alle anderen dürfen sehr gerne bei Bibi und Tina auf der Wii U den Führerschein abgeben. So, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel schon hinter uns. Schauen wir doch mal, ob wir hier dementsprechend in die dritte Stage gleich kommen können, damit ich hier euch die Stage Nummer 3 mit der neuen Rennstrecke endlich mal vorführen kann. So, wir fahren und kriegen eine Faust. Unser Gegner hat natürlich das sicher bereut. Und drüber gefahren sind wir auch. So, so muss das sein. Schön mit dem Rad in den Hintern. Und einmal Krankenhaus. So. Platz 7. Gucken wir mal, ob wir das hier noch einigermaßen gebacken kriegen. Und unser Lucky Luke da vorne, der alte Haudegen mit seinen dämlichen Ölfässchen, kriegt, muss einfach jetzt auch aufs Maul kriegen. Also es gibt's nicht mehr. Das ist mit Abstand der nervigste Gegner von allen. Aber kennt er ja. So, man kann nämlich versuchen, jawohl, den Lucky Luke so ein kleines bisschen auszumanövrieren. Und dann heißt es wunderbar. Ab auf die Straße, runter vom Bock und laufen, mein Freund. So, okay, also wir haben noch hier 6,6, haben wir jetzt schon. Wir haben ungefähr 8. Bedeutet, in den Punkten sind wir noch nicht. Aber vielleicht gleich. Schauen wir mal, ob wir das hier heute vielleicht endlich schaffen können. Nope, können wir nicht. Schade, 4. Platz, nicht weitergekommen. Ja, da bleibt uns leider nur eins übrig, und zwar nochmal. Und wieder einen Groschen rein und wieder nach Italien. Wir ziehen halt hier ganz knallhart durch, Kenners, das dürft ihr mir glauben. Aber eins kann ich schon mal versprechen, wenn wir jetzt hier diese Stage immer noch nicht schaffen, dann holen wir uns ein neues Bike. Weil ich glaube, dass hier unser billiges Möppchen mit allen Tuning-Teilen, die der ortsansässige Motorradhändler hier zur Verfügung gestellt hat, wahrscheinlich einfach nicht mehr ausreicht. Die Gegner sind einfach zu flott. Das kriegen wir vielleicht so nicht mehr hin. Aber wir schauen mal. Drückt die Daumen, dass wir hier die Stage endlich mal packen können. Ja.
Jawohl, wunderbar, den Axel hier schön auf den Asphalt geküsst. Und da kommt der Streifenwagen, da hoffen wir doch mal, dass der Gegner hier reinfährt. Nee, bitte nicht, komm, gib Gas. Komm, 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 ja. Sehr schön, haben wir doch noch gekriegt. Einmal durch die Hühner. Und dann geht's jetzt hier weiter. Ah, scheiße. Nee, das war nix. Das dürfen wir wahrscheinlich jetzt nochmal fahren, aber diesmal mit neuem Bike. Dann nehmen wir uns ein schönes Sportbike, würde ich vorschlagen, damit wir hier auch ein kleines bisschen mehr Chance haben. Denn, wie gesagt, Stage 2 im Billigbike, das kann man wirklich getrost vergessen. Das ist ganz großer Scheiß. Piep. Wunderbar. So muss das sein. Okay, den nervigen Honda, den haben wir weg. Dann gucken wir mal, ob wir den Akira hier vielleicht so ein bisschen in die Corvette hier vorne reindrücken können. Zack. Sergio kriegt einen Tritt. Und wir fahren weiter. So, 6 Meilen haben wir jetzt. Streifenwagen. Das ist nicht so schön. Ja, hier mit 127, 125 Meilen pro Stunde unterwegs. Da darf man wahrscheinlich doch ein kleines bisschen mehr machen. Das ist hier. So, 7 Meilen haben wir. Ich glaube 7,3 oder 7,2 meine ich waren es gewesen oder ein bisschen mehr. Hier vorne haben wir 7,3 Meilen. Okay, 7. Platz gibt uns, ich denke mal, so um die $400. Und da machen wir jetzt hier mal was. Ne, 300 sogar. Oh, $300, das ist ja sehr wenig. So, okay, ab in den Bike Shop. Wir holen uns jetzt hier ein Sportbike. Wir haben 14.230 zur Verfügung. Das bedeutet, wir verkaufen das alte und kaufen ein neues und haben dafür insgesamt $14.230 zur Verfügung. Und da würde ich vorschlagen, nehmen wir uns doch hier sofort mal dieses, was haben wir denn, den Kamikaze 750, den nehmen wir nicht, wir nehmen mal diese hier. Ist auch ein Bike, was vielleicht im Mädchen gefallen könnte, mit seiner wunderbar pinken Farbe. Schwarz war leider ausverkauft. Und was wir jetzt hier sehen können, ist 140 Meilen pro Stunde. Das geht schon besser ab. Hier können wir jetzt schon mal das erste Pulk hinter uns lassen. Denn dann schellt's auch. Und zwar nicht an der Tür. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier endlich gebacken kriegen. Liebe Helden der Straße, wir machen das jetzt hier. So, hinter uns hat's einen in den Gegenverkehr kontaktiert. Dann gucken wir mal, ob wir hier die... Ja. Aber ich denke mal, mit dem Bike sollten wir das jetzt vielleicht doch noch schaffen können. Denn wir haben jetzt hier knapp 140, 143. Das ist schon mal 15, 16 Meilen pro Stunde schneller wie gerade. Und zur Not können wir auch immer noch kleines bisschen auftunen, das geht hier selbstverständlich auf. Nee. Also wenn die italienische Stage jetzt beim übernächsten Anlauf immer noch nicht klappt, dann zocken wir was anderes.
Was habt ihr eigentlich so für Retro-Spiele, die euch am liebsten gefallen würden? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare und dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht beim nächsten Let's Play Retro mal ein Game eurer Wahl sehr gerne da mal ein bisschen playen können. Ich hätte jetzt hier Road Rash 3 genommen, weil das halt, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, ja doch ein Favorite von mir ist. Aber schreibt mal einfach rein, welches Let's Play ihr da gerne mal sehen möchtet. Wir haben eigentlich alles hier zur Verfügung. Wir können jedes Retro-Game, was ihr wollt, gerne hier Let's Playen. Und kommt mir jetzt nicht mit, ich will Halo 1, das ist kein Retro. So, ja, wunderbar, 5,2 Meilen und auf dem ersten Platz. Das wird wahrscheinlich hier ganz gut aussehen, wenn sich jetzt hier der gute Markus nicht wieder verfährt. Der Lucky Luke, den haben wir hier auch endlich zur Ruhe gebeten. Und ich denke mal, das sollte klappen. Das sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Das sieht sehr geil aus. So, das Schaf noch weg. Dann sollte das jetzt hier geklappt haben. Die Nina kommt von hinten. Das Stück. Aber nicht mit uns. Hier haben wir doch die hauseigene Verteidigung. Denn wer sich nicht anmeldet, der bleibt draußen. So. Jawohl, alles klar, wundervoll. Endlich, erster Platz. Wir haben die zweite Stage jetzt komplett gemeistert. Und dann kann es jetzt hier auch sofort weitergehen. Und zwar jetzt mit der Stage Nummer 3. Und natürlich fahren wir nicht Brasilien, nein, wir fahren die neue Strecke. Und zwar fahren wir in Big Japan, wir fahren in Japan im Dunkeln und versuchen natürlich hier sofort unser Glück. So, dann fahren wir hier mal. Gestartet auf der linken Seite, wie in Japan so üblich. Und dann schauen wir mal. So, auch natürlich im Land der aufgehenden Sonne werden hier kräftig Faustschläge verteilt an unsere Kontrahenten. Da machen wir keinen Unterschied, ob wir in Brasilien, in England oder hier auf der Insel gegen die Ampelanlage fahren. Wir hauen sie alle weg, die Säcke. So, Passant, guten Tag. So geht das. Jetzt in der dritten Stage sind die Gegner noch ein kleines bisschen aggressiver und von der Basic-Geschwindigkeit her auch schon deutlich flotter. Also das war eine gute Entscheidung, dass wir hier noch zum Ende der 2 uns das andere Bike hier geholt haben, weil sonst wäre das hier, glaube ich, eine ganz einsame Nummer gewesen. So können wir hier zumindest im Bulk mit brawlen. Und wir hauen sie alle vor den Nuss. Die japanische Strecke ist übrigens die kurvenreichste und die hügeligste. Und neben viel Gegenverkehr gibt es hier das eine oder andere Schoßtierchen. So, einmal Schalter gezogen. Und natürlich hier auch nochmal. So, na komm. Zack. Haben wir. Streckenlänge meine ich um die 11-12 Meilen jetzt. Also wenn man jetzt hier noch nicht auf dem ersten ist oder auf dem zweiten oder auf dem dritten, ist es gar kein Problem. Da darf man auch mal aufs Maul fallen zwischendurch. Die
Streckenlänge, die ist ja schon okay, da kann man hier. So, hier mal schön den Ronda auf die Straße drücken. Und hier den Odi natürlich freundlich willkommen heißen. Am Ende der Brechtbahn. So, hier vorne die Nina, die hat eine neue Waffe. Die hat nämlich die Chemical Maze. Das ist das Tränengas. Und mit dem Tränengas kann man, wenn man damit böse in Kontakt bekommt, nämlich einen Gegner blenden oder so ein bisschen, ja, zum Weinen bringen. Gut. Zum Weinen bringen. Das heißt, Motorrad lässt sich in dem Falle dann momentan nicht mehr steuern. Probieren wir mal. Ob wir vielleicht das Tränengas über die Faust hier vielleicht an uns nehmen können. Naja, okay. Also Nina ist auch hingefallen. Fahren wir nochmal drüber. Aber ich glaube, das Tränengas, das kriegen wir diesmal nicht. Ist auch immer schön zu erkennen hier in der Distanz, dieses Undefinierbare, ist der Gegner jetzt hier durch den Jeep, also durch das Auto durchgeglitscht oder war das einfach von der Technik ja noch nicht so weit? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass hier der ein oder andere Motorrad-Gegenspieler ganz schön durch die Autos durchglitschen kann. Aber gut, das sind halt 16 Bit und 22 Jahre. Damals war die Welt ja auch noch schwarz-weiß. So, Fünfter sind wir geworden. Gut. Das gibt jetzt schon $1,200 für den fünften Platz. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen hinten rumdümpeln, ist das gar nicht so tragisch, weil genug Cash für neue Tuning-Teile haben wir dann selbstverständlich. Und ich würde vorschlagen, wir machen eine Pause und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann und ich bin raus.